Liebe Gäste, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich in unserer Sonderausstellung Zart wie Eisen, Eisenschmuck aus einer Privatsammlung. Eisenschmuck aus einer Privatsammlung, das klingt ja ziemlich geheimnisvoll. Ich kann das aber aufklären, denn es handelt sich um eine passionierte Sammlerin, die seit 1995, 96 Eisenschmuck gesammelt hat und jetzt ihren Schmuck, diese Sammlung, dem Schmuckmuseum Pforzheim geschenkt hat. Zu Ehren dieser Geschichte und dieser Übergabe haben wir diese gesamte Sammlung bei uns ausgestellt. Und nun nehme ich Sie mit in diese Ausstellung und zeige Ihnen einige Highlights. Gleich in der ersten Vitrine haben wir all die Schmuckstücke, die den Eisenschmuck prägen. Das ist zum einen ein Haarkamm, der sehr opulent gearbeitet ist, mit kleinen Porträts von antiken Figuren. Auf der anderen Seite ein sehr opulenter Halsschmuck, der eng anliegend ist am Hals und eben auch diese Medaillons trägt. Und ein Armband, das in diesem Fall alleine steht. Normalerweise sind es immer zwei. Auch hier haben wir diese Medaillons. Das ist ein Thema, das im Eisenschmuck sehr häufig vorkommt. Dazu erkläre ich Ihnen aber später noch einiges. Neben den antiken Themen sind auch andere Formensprachen im Eisenschmuck geläufig. Zum Beispiel gotische Architekturelemente. Wir sehen das an Armbändern, wir sehen das an verschiedenen anderen Teilen, dass eben Architekturmerkmale aufgenommen werden, aber auch gemixt werden. Also Gotik mit Romanik, mit Barock zum Teil. Sie sehen zum Beispiel Fensterelemente der Gotik, die in die Armbänder verarbeitet sind. Oder an Ketten sehen Sie kleine Rosetten, die eben die Kettenteile ausmachen, die auch aus der Architektur kommen. Wenn Sie sich eine Kirche der Gotik oder auch der Neugotik betrachten, finden Sie das eine oder andere Element immer wieder in diesem Eisenschmuck. Und das ist eines der besonderen Merkmale dieser Schmuckkunst. Sie können auf eine richtige Entdeckungstour gehen und die verschiedenen Elemente aus der Architektur identifizieren. Sie fragen sich jetzt gewiss, wie kommt es überhaupt zu diesem Eisenschmuck, zu dieser Mode des schwarzen Eisenschmucks? Gold gab ich für Eisen. Mit diesem Spruch begann die Ära des Eisenschmucks. Eine preußische Prinzessin, Marianne, kreierte diesen Spruch und forderte damit das Bürgertum auf, ihre Wertsachen einzulösen gegen Eisen, damit das Militär aufgerüstet werden konnte, um gegen Napoleon zu kämpfen. Es war also ein zunächst sehr patriotischer Spruch und ein sehr patriotischer Schmuck, der später dann tatsächlich auch wirklich Mode wurde. Um Eisenschmuck herstellen zu können, bedarf es einiger technischer Voraussetzungen und auch des richtigen Materials. Wir befinden uns ja auch zu Beginn der Industrialisierung und es gab allerorts Eisengießereien, aber sehr spezielle in Berlin, Gleiwitz oder auch in Schlesien, die in der Lage waren, einen Eisenguss herzustellen, der sehr feingliedrig sein konnte. Der allergrößte Teil des Eisenschmucks wird im Sandgussverfahren hergestellt. Das heißt, man hat ein Modell, das in Sand eingebettet wird. Der Sand wird festgeklopft. Dann löst man die beiden Teile. Sie sind vorher getrocknet worden und hat einen Hohlraum, wenn man das Modell entnimmt. In diesen Hohlraum wird das flüssige Eisen hineingegossen. Eine weitere Technik ist das Geflecht, das Drahtgeflecht. Hier wird aus sehr dünnem Eisendraht oder Stahldraht ein Geflecht hergestellt, das entweder wie eine Art Stricktechnik wirkt oder gewebt wird. Diese beiden Techniken machen den Eisenschmuck aus. Neben den vorher erwähnten gotischen Elementen oder Architekturelementen war die Antike eine Quelle zur Inspiration für den Eisenschmuck. Die Szenen, die auf den Medaillons dargestellt sind, entstammen alle der griechischen oder der römischen Antike. Einige davon lassen sich leicht identifizieren. Das ist Atlas, der die Weltkugel trägt, oder das Urteil des Paris. Bei anderen ist es nicht so leicht herauszufinden, woher sie stammen. Es ist die Freude an der Antike, die diese Auswahl
hervorbrachte. Denn es gibt keinen wirklichen Zusammenhang zwischen den einzelnen Szenen. Es passiert eigentlich eher nach einem Baukastenprinzip. Dieses Prinzip ist ein wesentliches Merkmal des Eisenschmucks. Denn Sie können aus einigen wenigen Gussteilen sehr viele Schmuckstücke zusammensetzen, wenn Sie sie unterschiedlich kombinieren. In der Hochzeit des Eisenschmucks, ca. 1810 bis Mitte des Jahrhunderts, gab es unzählige Hersteller dieses Schmucks, die zum Teil einfach auch industrielle Fertigungen betrieben und als Nebenprodukt diesen Eisenschmuck herstellten. Aber es gab einige wenige, die durchaus bekannt waren. Dazu gehört Johann Conrad Geiss in Berlin, der sehr früh damit begann und sehr erfolgreich arbeitete und seinen Schmuck oft auch an Juweliere im ganzen Land, auch im europäischen Ausland, auslieferte. Eines der wichtigsten Merkmale des Schmucks von Johann Conrad Geiss war das Weinblatt. Die Einzigartigkeit des Schmucks von Johann Conrad Geiss ist aber die Feinheit des Gusses. Und das erkennt man gerade bei diesen Weinblättern besonders gut. Eine kleine Besonderheit ist dieses Medaillon. Es zeigt Henriette Rath aus Genf. Sie gründete mit ihrer Schwester zusammen das Rathsche Museum und gehört tatsächlich zur Oberschicht der Genfer Gesellschaft. Auf diesem Medaillon sieht man sie mit Eisenschmuck. Es zeigt damit, dass Eisenschmuck nicht nur bei den einfacheren Leuten beliebt war, sondern durchaus auch in höheren Kreisen getragen wurde. Die Mode des Eisenschmucks ergriff Anfang des 19. Jahrhunderts ganz Europa, vor allen Dingen aber auch Deutschland, und endete etwa Mitte oder in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Wir können keine wirklichen Gründe festmachen. Einer davon, es ist eine Vermutung, ist, dass Europa reicher wurde, dass Deutschland wieder reicher wurde und man sich tatsächlich den Edelmetallschmuck, den Schmuck mit Edelsteinen, mit Perlen, wieder eher leisten konnte. Stichwort dazu sind die Gründerzeitjahre. Der Eisenschmuck verschwand aber nicht ganz. Er versteckte sich in den Schatullen, in den Schmuckkästlein der Damen, denn es sind Schmuckstücke, die lassen sich nicht einschmelzen. Sie können sie entweder wegwerfen oder aufbewahren. Und dieses Aufbewahren ist der große Schatz, den wir jetzt zeigen können. Wir verdanken Ausstellung und Sammlung all jenen Damen, die diesen wunderbaren Schmuck aufbewahrt haben.